Leute, willkommen zu Tag Nummer 2. Wir gehen jetzt Richtung Louvre. Da vorne ist auch der Philipp. Und ja, ich weiß nicht, ob ich den Louvre filmen darf. Wenn nicht, dann seht ihr den Tag heute sehr wenig. Wenn doch, dann ja. Wenn doch, dann zeige ich euch gleich einfach ein paar Bilder und andere Sachen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ganz kurze Frage einfach. Kann mir wer sagen, ob der Typ da Napoleon ist? Und ich glaube nicht, dass Napoleon Schnäuze hatte, oder? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht sein Vater oder sowas, weiß ich. Nein, ich kann mir Napoleon nicht mit Bart vorstellen. Alle fotografieren hier wie verrückt die Mona Lisa, Alter. Das Meisterwerk in der Kunstgeschichte nicht. Hat nur so eine berühmte Geschichte drumherum. Ich weiß nicht, ob ihr bis jetzt irgendwas gesehen habt. Hier kann ich auf jeden Fall filmen. Das kann ich auch filmen. Und schon mit anderen Sachen bin ich mir nicht sicher. Werde ich auf jeden Fall nachschauen. Es geht gleich weiter direkt. Ich wollte euch kurz Bescheid geben. Denn hier, nach dem ihr jetzt noch ein paar Fotos seht, werdet ihr ganz toll den Lach de Triomphe sehen. Wow! Krass, ne? Ja! Das ist richtig krass. Jetzt gehen wir die Treppe hoch und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Louvre ist vorbei. Mein persönliches Highlight, muss ich sagen, war diese ägyptische Ausstellung und die Burg unten. Das ist der Schluss, das kürzeste. Mega geil, vor allem mit der Sphinx und allem. Da hinten seht ihr die Pyramide und den Louvre. Wir gehen jetzt gleich noch, wie bereits gesagt, vorher zum Lac de Triomphe. Da muss ich einen kleinen Kurzvortrag halten, weil, wer es nicht weiß, ich bin hier mit einer Kursfahrt. Ja. Ist schon mega geil hier. Also kann man nichts gegen sagen. Und da sind wir auch schon am L'Arc de Triomphe. 1806 von Napoleon in Auftrag gegeben zu Ehren der Siege Napoleons, steht er heute am Place Charles de Gaulle. Er ist 50 Meter hoch und 45 Meter breit. An der Innenwand des L'Arc de Triomphe sind 585 Namen von französischen Generälen eingemeißelt, die im Kampf gefallen sind, sind unterstrichen. Außerdem sieht man Nachbildungen von napoleonischen Siegen und verschiedene Flachreliefs. Unter dem Bogen befindet sich das Grabmal des unbekannten Soldaten. Das Grabmal des unbekannten Soldaten steht symbolisch für alle gefallenen Soldaten im Ersten und Zweiten Weltkrieg.